Hast du jemals von der Bedeutung der Zahl 888 und ihrer spirituellen Bedeutung gehört? Für viele ist es eine engelhafte Zahl, ein Portal zum Glück und Wohlstand. Sicher ist, dass diese Zahl für alle Religionen Verbindungen zur Spiritualität und zum Göttlichen in jedem von uns hat. Es wird gesagt, dass wenn man die Zahl 888 auf ein Blatt Papier schreibt und es unter das Kopfkissen legt, man sein Leben transformieren kann. Tatsächlich wird man durch dies dazu in der Lage sein, Wohlstand, Gelassenheit und inneren Frieden anzuziehen. Aber wie sind die Dinge wirklich? Mach es dir bequem und bleib bis zum Ende des Videos dabei, denn am Ende dieser Zen-Geschichte wirst du eine Antwort auf dieses faszinierende Geheimnis finden. Außerdem wirst du etwas über die Kraft der Zahl 888 erfahren und wie man sie nutzen kann, um das anzuziehen, was man sich in seinem Leben wünscht. Bevor wir jedoch fortfahren, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, und aktiviere die Benachrichtigungen. Auf diese Weise wirst du informiert, wenn wir neue Inhalte für dein spirituelles Wachstum veröffentlichen. Die Sonne sank träge am Horizont und malte den Himmel mit feurigen Farbtönen, die auf den Felsen wie Flammenzungen tanzten. Der alte und weise Mönch Kaido steht kurz davor, seinen Schülern um das knisternde Feuer etwas Einzigartiges zu offenbaren. Kaidos Schüler erwarteten gespannt die Worte des buddhistischen Mönchs. Sie wussten, dass ihr Mentor sie einmal mehr mit außergewöhnlichen Enthüllungen verblüffen würde. Kaido begann mit seiner ruhigen und überzeugenden Stimme eine alte Geschichte zu erzählen. Eine jener Geschichten, die den Geist öffnen und in den Herzen jedes Einzelnen eine tiefe Spur hinterlassen können. Zu Zeiten der Urzeit, begann der Mönch, entstand aus den Tiefen des Universums eine mystische Zahl, 888. Seitdem durchdringt ihre Energie die Schöpfung und bringt Überfluss, Wohlstand und Balance wie ein reißender Fluss, der das Leben antreibt. Diese Zahl birgt das Versprechen einer strahlenden Zukunft, einer Zukunft voller Freude und Erfüllung. Der Mönch bückte sich, hob ein kleines Blatt schneeweißes Papier auf und zeichnete die Zahl 888 mit goldener Tinte nach. Seine Kalligraphie, so flüssig wie ein Bergbach, der ins Tal stürzt, schien eine bleibende Wirkung in den Köpfen der Schüler zu hinterlassen. Dieses Symbol, erklärte er mit sanfter Stimme, beherbergt eine urzeitliche Kraft, die Positivität in dein Leben zieht, wie ein Magnet Eisen anzieht. Denke an diese Zahl als Talisman, der Glück bringt, eine Brücke, die Himmel und Erde verbindet, ein Portal, das dich zu einer Welt voller Wunder führen wird. Die Schüler lauschten schweigend, verzaubert von den Worten des Meisters. Ihre Augen leuchteten vor Neugier und Hoffnung wie Sterne am Nachthimmel. 888 ist mehr als nur eine Zahl, fuhr Kaido fort. Seine Stimme vibrierte vor Weisheit. Es ist ein Schlüssel, der die Tür zum unendlichen Potenzial des Universums öffnet. Folglich ist es, wenn wir bestimmte Botschaften gut interpretieren können, der Schlüssel zum unbegrenzten Potenzial, das in jedem von uns liegt, wie ein magisches Portal, das zu einer Welt voller Wunder führt. Diese Zahl wird es dir ermöglichen, auf eine unerschöpfliche Reserve an Energie und Weisheit zuzugreifen, eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration und inneren Stärke. Einer der jüngeren Schüler, begierig mehr zu erfahren, fragte, Meister Kaido, wie kann uns diese Zahl die Türen zu Wohlstand und innerem Frieden öffnen? Der Mönch, der alle mit einem breiten Lächeln ansah, lud sie ein, die Zahl 888 auf ein Blatt weißes Papier mit goldener oder roter Tinte zu schreiben, Symbole für Wohlstand und Glück. Das Blatt sollte dann unter das Kopfkissen gelegt werden. Bevor man schlafen ging, flüsterte Kaido mit fester Stimme, »Dein Geist wird sich wie eine Blume in der Sonne öffnen, und die Energie der 888 wird durch dich fließen, deinen Geist reinigen und dich darauf vorbereiten, neue Geschenke aus dem Universum zu empfangen. Es wird sein wie ein Regen von Segnungen, der auf die durstige Erde fällt.
Träume werden sich in Prophezeiungen verwandeln, Intuitionen in Geniestreiche und Synchronizitäten in unsichtbare Führer, die dich zu deinem höchsten Schicksal führen. Die Schüler nickten und mit ihren Herzen voller Hoffnung und dem Blatt mit der Zahl 888 fest in den Händen begaben sie sich in ihre Zimmer. Das von Kaido beschriebene Ritual hatte sie tief berührt und sie konnten es kaum erwarten, es mit all dem Vertrauen und Glauben, zu dem sie fähig waren, durchzuführen. In der Stille der Nacht zogen sich die Schüler in ihre Zimmer zurück, eingelullt vom Gesang der nächtlichen Vögel und dem Rascheln der Blätter. Das Blatt mit der Zahl 888 ruhte unter ihren Kissen wie ein kostbarer Talisman, der eine subtile und lebendige Energie ausstrahlte. Und in dieser Nacht geschah etwas sehr Seltsames. Jeder träumte von etwas und die Träume wurden lebendig und bunt, voller Symbole und geheimnisvoller Botschaften, die interpretiert und als Karten für das eigene Glück genutzt werden konnten. Beim Erwachen fühlten sich die Schüler verwandelt, als hätte ein kühler Wind die Wolken ihrer Gedanken fortgeweht. Ein Gefühl von erneuter Energie und tiefer innerer Ruhe durchdrang ihr Wesen, wie eine Welle der Positivität, die sie umgab und berauschte. In den folgenden Tagen begannen überraschende Ereignisse in ihrem Leben zu manifestieren. Neue Möglichkeiten klopften an ihre Türen wie Blumen, die im Morgengrauen erblühen. Unerwartete Begegnungen erleuchteten ihren Weg wie Leuchttürme in der Nacht, die die Route anzeigen. Glückliche Zufälle führten sie zur Verwirklichung ihrer innigsten Träume, wie Sternschnuppen die Wünsche erfüllen. Die Jünger waren von diesen Ereignissen und dieser Verwandlung begeistert und glücklich und gingen zu Kaido, um sich bei ihm zu bedanken und mehr über die Zahl 888 zu erfahren. Der weise Mönch lud sie mit einem wohlwollenden Lächeln ein, sich um ein Feuer zu setzen, das hell knisterte wie ein schlagendes Herz, das sie unter einem Dach vereinte. 888 ist eine engelhafte Zahl, erklärte Kaido mit einer Stimme, die vor Weisheit vibrierte. Es ist eine Botschaft unserer spirituellen Beschützer, ein kostbares Geschenk, das unser Leben mit Hoffnung, Liebe und Schutz erfüllt wie ein Leuchtturm in der Nacht. Diese Zahl führt uns zu unserem höchsten Schicksal und erleuchtet den Weg vor uns mit ihrem goldenen Licht. Im Buddhismus repräsentiert die Zahl 8 den achtfachen Pfad oder den Weg zur Erleuchtung. Und die 888 wird als Symbol spiritueller Vollkommenheit und Erwachen angesehen. Ein Symbol, das respektiert werden soll und dank dem man seinen Weg im Leben finden kann. Meister Kaido, fragte der Jünger, ist es wahr, dass diese Zahl auch für andere Religionen wichtig ist? Der Mönch antwortete lächelnd, das ist richtig. Kaido erzählte Geschichten von Engeln und spirituellen Führern, die durch diese Zahl ihre Hilfe den Menschen in Schwierigkeiten angeboten hatten. Er sprach darüber, wie diese Zahl oft in prophetischen Träumen, plötzlichen Intuitionen und überraschenden Synchronizitäten präsent war, wie ein unsichtbarer Faden, der das Gewebe unseres Schicksals webt. Die 888 ist ein Symbol für Balance und Harmonie, fuhr Kaido fort, wie eine Brücke, die Himmel und Erde verbindet. Diese Zahl hilft uns, das richtige Gleichgewicht zwischen unseren spirituellen Bestrebungen und unseren materiellen Bedürfnissen zu finden. Sie lädt uns ein Leben voller Bedeutung zu führen, in dem äußerer Wohlstand von innerem Wachstum begleitet wird, was uns emotionales Gleichgewicht und geistiges Wohlbefinden schenkt. Während die Jünger mit großem Interesse zuhörten und ihre Herzen ihrem Mentor für die Weisheit, die er ihnen vermittelte, dankbar waren, lehrte der Mönch sie, wie man über die Zahl 888 meditiert. Denkt über diese Zahl nach, meine Lieben, sagte er. Visualisiert, wie goldenes Licht durch euren Körper fließt und eure Seele reinigt. Achtet auf die Zeichen und Synchronizitäten, die sich in eurem Leben manifestieren. Erkennt sie als Botschaften des Universums, die euch auf dem Weg zum Schicksal führen. Die Jünger praktizierten weiterhin mit Herzen voller Dankbarkeit das Ritual der Zahl 888 und meditierten darüber. Ihr Leben wurde zu einer Reise der Entdeckung und Freude,
in der jeder Tag ein neues Kapitel in einer wunderbaren Geschichte war. Die Zahlen tanzten vor ihren Augen wie Noten himmlischer Musik, die sie einluden, dem Rhythmus des Universums zu folgen. Trotz der Herausforderungen und Prüfungen, denen sie ausgesetzt waren, gingen sie im Namen von Vertrauen, Glauben und Ausdauer weiter. Herausforderungen sind wie Steine, die uns helfen, den Pfad unseres Lebens zu bauen, hatte Kaido ihnen während seiner Unterrichtsstunden gesagt. Fürchtet euch nicht zu fallen, denn nur durch das Fallen lernt man wieder aufzustehen. Die 888 ist bei euch. Ihr müsst nur euer Herz öffnen, um ihre Energie zu spüren. Die schwierigste Prüfung war für Akiko, eine junge Jüngerin mit einem reinen Herzen und einer sanften Seele. Ein plötzlicher Brand zerstörte ihr Haus und ließ sie mit nichts zurück. Akiko war niedergeschlagen und weinte verzweifelt im Glauben, dass das Universum sie ihrem Schicksal überlassen hatte. Kaido nahm ihre Hand und führte sie auf einen Hügel, der das Tal überblickte. Die Sonne ging auf und malte den Himmel in rosa und orange Tönen. »Schau«, sagte er und zeigte auf die atemberaubende Aussicht. »Das Universum hat dich nicht verlassen. Es hat dir diese Prüfung gegeben, damit du wie ein Phönix aus der Asche auferstehst. Denke daran, dass die 888 bei dir ist. Habe Vertrauen und deine innere Stärke wird dich trotz Widrigkeiten führen.« Akiko beobachtete den Sonnenaufgang und spürte eine neue Kraft in sich aufsteigen. Die Worte des Mönchs gaben ihr Hoffnung und Entschlossenheit, ihr Leben wieder aufzubauen. Mit Hilfe ihrer Mitjünger und der Gemeinschaft baute sie ein neues Haus, das schöner und widerstandsfähiger war als das vorherige. Nachdem sie verschiedene Tests und Herausforderungen gemeistert hatten, fühlten sich die Jünger verwandelt. Sie hatten ein neues Bewusstsein für sich selbst und ihren Platz in der Welt erlangt. Eines Tages versammelte Kaido sie erneut und fragte: »Was habt ihr aus all dem gelernt?« Die Jünger, bewegt und bewusst, erzählten von ihren Erfahrungen. Sie hatten gelernt, dass wahre Werte nicht in materiellen Dingen, sondern in innerer Stärke, Liebe und Mitgefühl liegen. Und dass die Zahl 888 kein magischer Glücksbringer ist, sondern ein Symbol für ihr unbegrenztes Potenzial. Und nochmals, dass der Schlüssel zu einem glücklichen und erfüllten Leben darin besteht, seiner Intuition zu vertrauen und im Einklang mit sich selbst und dem Universum zu leben. Meister Kaido sah sie stolz an und begrüßte sie mit den Worten: »Jetzt seid ihr bereit, euer Licht in die Welt zu tragen. Nutzt eure Weisheit, um anderen zu helfen und eine bessere Welt zu schaffen.«